Wie es Hitler und seinen Anhängern und Vollstreckern gelang, Deutschlands Jugend zu blonden Bestien zu erziehen, so wenig gelang ihnen die völlige Vernichtung des Judentums. In Berlin erleben wir eine gewisse Renaissance und auch in Wien. Neben der großen Vergangenheit gibt es da wie dort einen Neuanfang und an diese Wiener Melange von gestern und heute erinnern in diesem Jahr die ja schon Tradition gewordenen jüdischen Kulturtage in Berlin. Das Publikum wartet wie vorher, die Lichter gehen aus, der Dirigent kommt herein, gibt den Taktstock, Vorhang. Die jüdischen Kulturtage diesmal als Wiener Melange präsentiert, gestern Abend im Ballroom des Gemeindehauses eröffnet. Ich bin von Kopf bis Fuß ein großer Kavalier, ich hab bezahlt mein Bier und sonst gar nichts. Kabarett und Folklore. Selige Zeiten aus einer brüchigen Welt. Die Geschichte des jüdischen Lebens in Wien ist über 800 Jahre alt und sie hat viel mit Berlin gemeinsam. Aber ein Zufall der Ereignisse, es gibt andere in der Stadt, die auch in der jüdischen Tradition stehen. Mich haben sie nicht eingeladen, weil sie laden nur ein solche Juden oder Israeler, die in Deutschland bekannt sind, ja. Nicht bei den Kulturtagen, sondern in der Tribüne brachte Ephraim Kishon sein neues Theaterstück zur Welturaufführung. Mein Stück ist eine spezielle Thema. Es war, wie der Titel sagt, ja, der Vaterschaftsprozess des Josef Zimmermanns. Und Josef Zimmermann ist der Ehemann von Maria. Gegen Gott. Über Vaterschaft, ja. Alle Teilnehmer sind Juden. In meinem Stück. Es ist eine familiäre Angelegenheit.